So, was geht, meine Freunde? Heute machen wir mal wieder richtig krass geiles Zeug, wie Quick Play Classic. Ich weiß, hat noch niemand von euch vorher gespielt, ist mir auch egal. Wir tun es trotzdem. Und da haben wir auch schon ein Spiel gefunden. Und zwar, was wir heute noch versuchen werden. Ich habe das mal bei Andrew JRT gesehen, was eine Make-A-Friend-Challenge machen wir jetzt. Und zwar geht das so: Ich muss waven, also Hallo sagen. Und genauso wie Winston gerade, muss der Gegner das aber zurück machen. Und dann haben wir quasi einen Wave und dann haben wir einen Freund gemacht. Und das müssen wir in dieser Runde schaffen. Wenn nicht, dann trinke ich. Aber let's go! Here we go! Dann so, ein lang verlorener Bruder. Oh, enttäuscht mich nicht. Weil kann die Menschen sehr ernsthaft. With every death comes honor. With honor, bitte. Redemption. Nein! Hanso Mainz, warum müssen die immer so ernst sein? Genji sind immer so ein bisschen düster und gemein. Also wir brauchen mal ein bisschen mehr Charme hier drin. Ich glaube, der würde sich vielleicht ein bisschen mehr eignen. Mann, ich will doch nur, dass er ihn zurückkriegt. Nein. Toll, das hast du jetzt verdient. Das war jetzt allein deine Schuld. Warum ist die ganze Oberstimme noch nicht da? So ein Sweater, so ein Tryharder. Ich will doch nur, dass er ihn zurückwinkt. Scheiße, Tracer. Tracer, Tracer. Sind sie gut? Ich weiß nicht. Tracer. Ich würde sagen, ich würde mich gerne an die Supports wenden, weil die vielleicht ein bisschen chilliger draußen sind. Ist mir aufgefallen, die haben gar keine Supports. Nein. Das gibt's doch nicht. Warum will denn niemand zurückwinken? Meine Güte. Das. Warum bin ich mit dem niemand zurück? Das ist so schade einfach. Das ist einfach schade. Ich dachte, du bist ein Freund. Oh mein Gott, er hat okay geschrieben. Oh mein Gott, er hat gegen den okay geschrieben. Okay, gut. Wir müssen ihn jetzt nur noch finden. Oh mein Gott, ihr seid so echt. Oh mein Gott. Was ist denn, Alter? Es gibt ja doch nette Spieler in der Community. Okay, ich laufe mal auch so rum. Vielleicht treffe ich die dann auch. Oh mein Gott! Er ist zurückgewunken! Er ist zurückgewunken! Ja! Ja! Oh, Scheiße. Nein! No, the Tracer! No! Genji, ich weiß, dass du nett bist. Nein! Genji, ich hatte Vertrauen in dich. Oh Mann, Roadhog! Warum? Ich hab gehofft, weißt du, wir können das so hinschieben, ein bisschen, ja. I mean no harm, I mean no harm. Please. Okay, es ist okay. Wenn der Roadhog mich alleine lassen will, dann kann das gerne machen. Dann darf ich sich aber auch nicht über die Steve wundern. Dann mach das gerne. Okay, das war das. Oh, die Diva macht mit. Die Diva macht einfach mit. Na, Alter, ich mag die Diva jetzt schon. Die Diva ist super. Aber ich glaube, Anna ist ein guter Pick dafür. Mit Anna funktioniert das. Oh, es fühlt sich gut an, Mann. Es fühlt sich gut an. Ein bisschen positiven Vibes, Ren. Bisschen positive Vibes, Ren. Irms, was der ist, die Widow. Okay, wir müssen. Ich hoffe mal, die kommen wirklich hin. Das ist super witzig, wenn sie das wirklich machen will. Oh, ich muss ein bisschen heilen.
Guck mal, sind die wirklich oben? Nein, sie sind nicht da oben. Oh mein Gott, ich muss zu Tracer, ich muss zu Tracer. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Wie geil! Oh mein Gott! Das ist das Coolste, was ich je gemacht habe. Komm schon, tu es, ich darf an dich. Nein. Moira, tu es nicht, Moira. Wenn das jetzt wirklich mehr wie Game wird, ich würde so hart abfeiern, jetzt mal kein Scheiß. Oh mein Gott, ist es. Dass die noch so mitmachen, ich liebe es. Na? Oh mein Gott, er entschuldigt sich noch. Nein! Bitte nicht! Nein! So, nächste Runde, neues Glück. Ich hab zwar Spruch geht anders, aber okay. Die guten Vibes werden, ne? Da darf man natürlich nicht, das ist die Laune. Mit die Laune darf ich nicht reagieren. Oh, scheiße. Okay, das tut. Ich hab die Mercy am besten dafür, aber ich kann Mercy nicht spielen. Und jetzt ist eigentlich die Zeit, das auszuprobieren, genau. Ich spiele zwar Mercy und wegen einfach die ganze Zeit. Vor Mercy haben die wenigsten Leute Angst. Are you challenging me? Wir müssen die auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Corner, aber so, weißt du, so ein bisschen isoliert kriegen, so, damit wir halt nur die zwei quasi sind. Die ganze Zeit einfach nur emoten. Ja. Danke, du bist einer, dich alleine. Ja, sehr zurückgekommen! Ja! Nein, töte mich nicht. Oh mein Gott, okay. Mit Mercy hast du schon so eine gute Voraussetzung in der großen. Ja, Winston, gib mir zurück. Winston. Nein, Winston. Why you have forsaken me, brother? Nein. Anna, warum hast du. Liebe. Was? Oh fuck, nein. Winston. Hanzo, ich will einmal so ein Hanzo nicht mehr dazu gehen. Hey, ich mutig sogar. Ja, zählt das als Winken? Ich glaube schon. Ich lasse es mal gelten. Und da haben wir es. Das Ding ist immer, ich glaube, die am Anfang winken die nicht zurück, weil am Anfang denken die einfach, dass du so ein kranker Noob bist, dass du nicht weißt, wo schießen. Ich treffe schon mal ein bisschen das Bild hier. Das Bild, genau, ich pressure ein bisschen das Bild hier. Was ist denn noch los mit mir? Ah, ich brauche eine andere Strategie, das funktioniert jetzt nicht. Ich glaube, ich gehe links hin. Vielleicht sehen wir das nicht. Oder zumindest das Geschützen. Was soll war das denn? Nein, Tracer. Jetzt winkt mir nochmal zurück, verdammt. Ich glaube, sie macht das hier umsonst. Ja, mache ich eigentlich, aber trotzdem. Aber man sieht auch nicht wirklich, dass ich winke, ist das Problem. Man sieht halt nur, dass ich reinfliege und sterbe. Bitte jetzt, bitte. Wink mir doch zurück. Mann. Ja. Okay, komm, jetzt kannst du dich auch umbringen. Aber ich glaube, die abzuschießen hilft mir nicht wirklich was. Ich will, dass sie mir zuwinken. Du kannst nicht sein, dass sie das nicht gesehen hat. Ich glaube, das wird nichts mehr, diese Runde. Ja, komm. So, Leute, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich immer fürs Einschalten. Hat mir Spaß gemacht. Folgt euch für Pizzasquad. Lasst ein Like, den Smash-Button. Ihr kennt das ganze Prozedere. Auf Wiedersehen. Gestern. Erster Tag der neuen Season Competitive. Also, ne? Die Runde hat nicht mal angefangen. Der Typ fliegt einfach an zu flamen. Instant, sofort. So. Boah, voll scheiße. Ich will nicht mit euch Bronze-Spielern spielen. Duh. Silber.
Silberbronze, ist einfach scheiße. So, alter Junge, die Runde hat nicht mal begonnen. Chill doch erstmal. Hat doch ein bisschen Spaß. Ich meine, gut, Competitive ist ein bisschen ernst. Das nehme ich auch hin, aber dass du vor der Runde direkt schon anfangen musst, Leute zu flamen, weil die in Silber sind. Bruder. Mach das mal bitte nicht. Man muss die Laune oben halten. Das ist das Geheimnis zum Gewinnen. Man muss die Laune immer oben halten. Oh, ich hab sogar ein Herz. Wenn du nämlich direkt am Anfang sofort toxisch bist, dann geht das ganze Spiel schon den Bach runter. Und jetzt kommt mir nicht mit, ich will nur sagen, dass sie besser spielen sollen. Nein, die werden spielen dadurch nicht besser. Weil das ist ein ewiger Kreislauf. Du kackst mich an, weil der anscheinend scheiße fühlt in deinen Augen. Dann. Also du kackst, dass er anscheinend in deinen Augen scheiße spielt. Also nicht so sagen, okay, ich spiel da und da mal besser, du hättest das und das machen können. Nein, du sagst, du bist scheiße. Mach was anderes, ne? Dann, das bringt nichts, damit der Typ, den du quasi beleidigt hast, der hat keinen Bock mehr auf dich. Du hast keinen Bock auf das Spiel. Du bist unkonzentrierter, alle sind unkonzentrierter, alle haben keinen Bock mehr. Und dann geht das Spiel den Bach runter. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, warum Leute das einfach nicht checken. Ich hab's noch nie in meinem gesamten Leben, habe ich es noch nie einmal geschafft, oder? Nee, ich glaube nicht, dass mich wer irgendwie toxisch beleidigt, dass irgendwie vollkommen toxisch wurde, richtig gesalzen hat und wir dann die Runde gewonnen haben dadurch. Noch nie in meinem gesamten Leben. Das ist mir noch nie passiert. Ich weiß nicht, warum Leute das einfach nicht checken.